Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Wir werden jetzt über das Buch Offenbarung reden. Und ich muss warnen, das ist nicht eine einfache Sache. Und da stehen ein paar schlimme Dinge in dem Buch Offenbarung. Und das sind ganz, ganz wichtige Warnungen. Und wir werden es so offen wie möglich auspacken. Und in den Vorträgen werden wir sehen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Und viele glauben, man darf heutzutage diese Dinge eigentlich nicht mehr sagen. Wir sollten eigentlich nur Gutes reden und die Liebe Christi verkündigen und damit wär's getan. Und ich wünsche, ich könnte das tun. Ich wünsche wirklich, ich könnte das tun. Das wäre herrlich, um nur über das Gute zu reden. Aber wir sind in einem Krieg. Und da ist das Problem. Und wenn man Training bekommt in der Armee, dann wird einem genau erklärt, wie und was und wo und was alles passieren kann. Es ist auch sehr wichtig, dass man weiß, was der Feind hat und was er tut, wenn man ihm entgegengeht. Und wenn da ein Minenfeld ist und man muss auf die andere Seite dieses Minenfeldes kommen, dann was wäre das Beste? Augen zudrücken, rennen und hoffen aufs Beste, weil auf der anderen Seite ist es herrlich grün und schön. Oder wäre es besser, um zu wissen, wo die Minen liegen, wie groß sie sind und wovor man sich aufpassen muss? Was wäre besser? Also meine Vorträge gehen über Minen. Gehen nicht über das schöne Grüne an der anderen Seite. Und da kann man schon was erwarten. Oft auch viel Kritik, aber es geht nicht um die Kritik, es geht um Minen. Und ich möchte euch gerne erzählen, was im Buch Offenbarung steht, soweit es mir möglich ist. Keiner weiß alles und wir werden ständig weiter lernen. Denn dieses Buch hat so eine Fülle, es ist so voll von Gottes Weisheit. Wir werden es studieren bis in alle Ewigkeit. Und immer Neues in dem Buch entdecken. Also diese Offenbarung Jesu Christi ist wirklich eine Offenbarung. Es ist kein Geheimnis. Da ist nichts versteckt in diesem Buch. Gut, da steht Genesis. Ich weiß, es sollte eigentlich 1. Mose sein, aber ich denke, Genesis geht auch. Und die Sünde. Im 1. Mose lesen wir, was mit der Menschheit schief lief. Da haben wir den Baum des Lebens verloren, weil wir gesündigt haben. Und dadurch kam der Tod und der Mensch musste sein Brot verdienen. Er hatte die Herrschaft über diese Erde, die hat er weitergegeben an einen anderen. Er hat sie nicht mehr. Die Reinheit, die Gerechtigkeit, das Kleid der Gerechtigkeit hat er verloren. Er wurde nackt und von Gott weggewiesen. Naja, das war ganz schlimm. Aber die gute Nachricht ist Offenbarung mit allem, was da drin steht, was negativ ist, ist ein Buch der Gnade. Da wird der Baum des Lebens wiederhergestellt, Offenbarung 2, Vers 7. Da ist Sieg über den Tod, Offenbarung 2, Vers 11. Da ist verborgenes Manna, Manna, dieses Brot, welches vom Himmel kam. Und jeden Tag, wenn man es versucht aufzubewahren, dann wurde es faul. Nur am Sabbat hat es 2 Tage gehalten, aber sonst nur einen Tag lang. Aber in der Bundeslade war da ein Gefäß mit verstecktem Manna, Hidden Manna. Und dieses Manna wurde nie faul. Dieses Brot brauchte man nie erneuern. Also dieses Manna steht für dieses Brot Christi, dieses Leben, das nie, nie, nie veraltert und nie verschwindet. Die weißen Kleider werden wieder hergestellt für die Menschen,
Und da ist keine Trennung von Gott mehr. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So, das Buch Offenbarung ist der Gegensatz zum ersten Mose. Das, was schief lief, wird wieder hergestellt, aber leider nur unter sehr, sehr schwierigen Umständen mit viel Krieg. Und das Buch Offenbarung kann man nicht einfach so für sich studieren. Das Buch Offenbarung besteht und lebt in der ganzen Bibel. Und wenn man die Bilder und die Prophezeiungen im Alten Testament studiert, dann müssen die Teil werden von dem Buch Offenbarung. Es muss eine Eins werden. Und so werden einige von euch vielleicht heute Abend, die das Vorwissen nicht haben, vor allem das Buch Daniel. Denn Jesus Christus sagt in Matthäus 24, wo er redet über das Gräuel der Verwüstung, dass wir das Buch Daniel studieren müssen in der Endzeit. Und das Buch Offenbarung soll auch ganz besonders studiert werden. Und die Schlüssel für das Buch Offenbarung liegen oft in dem Buch Daniel. Und wir haben nicht die Zeit, Daniel durchzustudieren. Also wir hoffen, dass wir es überspringen können. Da sind Videos über diese Themen, die man bekommen kann. Also das Buch geht über 7 Gemeinden, die Zahl 7, sehr wichtig, die Zahl Gottes, die Zahl der Vollkommenheit, 7 Gemeinden, 7 Briefe, 7 Sterne, 7 Leuchter, 7 Geister, 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Hörner, 7 Augen, 7 Donner, 7 Köpfe, 7 Kronen, 7 Engel, 7 Schalen und 7 Berge. Also 7 ist sehr wichtig, die Zahl Gottes. Und dann ist das Buch auch geschrieben in Heiligtumssprache. Und das sind sehr wichtige kleine Richtlinien, die einen den Weg zeigen, dass man nicht überall hinstolpert. Also Offenbarung, die sind noch einige in Englisch und einige meiner Dias sind noch in Englisch. Ich habe keine Zeit gehabt, die zu übersetzen. Und wenn ich sie selber übersetzt hätte, dann wäre hier ein Theater gewesen heute Abend. Aber die Bibeltexte, die kommen direkt von der CD, also da konnte ich keinen Fehler machen. Also Offenbarung 1 bis 3, da sehen wir Jesus dargestellt als Licht der Welt. Und er ist zwischen den Leuchtern und das ist Heiligtumssprache. Das ist der heilige Raum, der erste Raum, wo die 7 Kandelare waren, wo die Schaubrote waren, und wo der Räucheraltar war. Also da haben wir einen zeitlichen Ablauf auch. Die 7 Siegel, das ist Schaubrotsprache. Die Posaunen, die kommen vom goldenen Altar, also auch noch im Heiligen und nicht im Allerheiligsten. Also zeitlich auch sehr wichtig. Dann die Bundeslade, da geht es um das Gesetz. Da wird das Gesetz genannt und dann gehen wir natürlich in den zweiten Raum, ins Allerheiligste und das ist zeitlich wichtig. Denn es gibt Menschen, die wollen jetzt die Prophezeiungen in dem Buch Offenbarung überall zeitlich hinschmeißen. Einige von hier in die Zukunft, einige in der Vergangenheit. Und wenn man diesen Rahmen hat, dann kann man das nicht machen. Denn man ist dann gebunden bei der Struktur. Und zeitlich weiß man, wie der Ablauf ist. Und dann geht es am Ende in Offenbarung 15 bis 22 um die Eschatologie, um die Endzeitgeschehen und die Wiederherstellung der Erde und das Königreich Christi, das wiederhergestellt wird. Also die Heiligtumssprache hilft uns, um zu wissen, wo wir zeitlich sind und in welchem Rahmen wir sind. Ist es vor oder ist es nach dem, Probation, Gnadenzeit, vor dem die Gnadenzeit abläuft oder danach? Natürlich, wenn es im ersten Raum ist und sogar auch noch im zweiten, zeitlich gesehen, ist da noch Gnadenzeit. Eschatologisch gesehen, Gnadenzeit ist dann vorbei. Also dann sind da auch 7 Seligpreisungen im Buch Offenbarung. Selig ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Ganz wichtige Seligpreisung.
Denn es gibt Leute, die behaupten, dass das Buch Offenbarung ein verschlossenes Buch ist. Dass es geschrieben ist für die Sünder, dass es uns nichts angeht, das sind alles theologische Richtungen der Welt. Naja, wenn man diesen Text, Offenbarung 1, Vers 3 liest, dann kann das nicht sein. Dann ist da eine Seligpreisung, wenn man das Buch liest. Und wie soll man es zu Herzen nehmen, wenn man es nicht versteht? Man muss es angeblich verstehen. Also das Buch ist nicht ein verschlossenes Buch. Es ist ein Buch geschrieben, um verstanden zu werden. Und selig sind die, die es als Wegweiser gebrauchen. Ganz wichtig ist, dass Wegweiser einen nicht retten. Da ist kein Heil drin, wenn ich weiß, wo die Landminen sind. Mein Heil liegt in Jesu Christi, mein Heil liegt nicht bei den Landminen. Aber es ist schön zu wissen, wo sie sind, damit ich den Fuß nicht draufstelle und ihn vielleicht verliere. Und die zweite Seligpreisung, und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Also ganz wichtig ist es, um in Jesu Christi zu sein. Denn dann und dann alleine hat man Erlösung. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Also hier ist auch ein Zeitablauf. Es wird eine lange Zeit sein, Gottes Volk wird sterben über die Jahre, aber die Werke gehen weiter bis in unsere Zeit hinein. Und wir können lernen, durch das zu studieren, was die Vorgänger gesagt haben, geschrieben haben und wofür sie auch gestorben sind. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist der, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Also ganz wichtig, wenn man in Christus ist, hat man seine Gerechtigkeit und dann ist man nicht bloß. Und wenn wir die Wegweiser studieren, dann kennen wir den Zeitablauf und dann sollte es nicht mit uns passieren, dass wir Diebe gefangen werden und wir nicht wissen, wann diese Dinge geschehen sollen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Jeder von uns ist eingeladen zu diesem Abendmahl. Und eines Tages werden wir ja sehen, wenn wir an diesem langen Tisch sitzen, wer Ja gesagt hat zu dieser Einladung. Denn die Bibel sagt, dass viele eingeladen sind, reiche Leute, hohe Leute, und dass die meisten absagen. Und der Herr dann sagt, na dann geh in die Hinterstraßen und hol die Lahmen und die Armen und die Hungrigen. Die werden kommen. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Zwei Auferstehungen gibt's. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung für die Erlösten. Die zweite, die ist weniger angenehm. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Diese Zitate kommen alle aus der Lutherbibel 1912. Und wir werden darüber auch noch einen Vortrag haben, einen interessanten Vortrag. Den müsst ihr nicht verpassen. Siehe, ich komme bald. Selig ist der, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch, Offenbarung 22, 7. Es geht um mehr als nur das Buch Offenbarung. Es geht um die Bibel. Haltet euch an das Wort Gottes und keiner sollte verloren gehen. Selig sind die, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und sie den Toren eingehen in die Stadt. Das findet ihr auch nur in der alten Lutherbibel. Die neue hat es ein bisschen abgeändert. Aber dieses ist ein gutes Wort, kann man gut vertrauen. Gut, noch etwas über das Buch Offenbarung, die Struktur des Buches. Wir sehen hier, dass das Buch ein Chiasma ist. Und ich habe das hier so gedeutet, da ist ein historischer Arm zu diesem Chiasma. Ein Chiasma ist eine Struktur, die einem zu einem bestimmten Punkt hinführen muss. Also das ist eine,
eine Literaturstruktur, die einem hilft, um einen bestimmten Ablauf zu erkennen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Also dieser historische Arm, der enthält die sieben Gemeinden, die sieben Siegel, die sieben Posaunen. Und dann in der Mitte des Buches Offenbarung von 10 bis 14 ungefähr, mit Teilen von 16 und 17 auch noch drin, haben wir den großen Kampfklimax. Was in unserer Zeit passiert, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann geht es in die Eschatologie und da haben wir gefallenes Babylon, Millennium und neues Jerusalem. Und wenn man diesen Chiasma nicht versteht, dann kann man sehr konfus werden in diesem Buch Offenbarung. Denn wenn man jetzt in den zweiten Teil des Buches hineinkommt, also hier in diesen eschatologischen Teil, dann macht es keinen Sinn. Alles scheint rückwärts zu sein. Alles ist durcheinander. Aber wenn man die Eschatologie in diesem Chiasma liest, dann kann man es besser verstehen. Also die Worte sind geschrieben, so wie wir reden, aber die Geschehen sind verkehrt rum. Zum Beispiel in der zweiten Hälfte des Buches haben wir eine Auferstehung und eine Armee wird gerufen. Die Armee umzingelt die heilige Stadt. Da kommt Feuer vom Himmel, da ist ein Gericht, da kommt Feuer vom Himmel. Die werden vernichtet und eine neue Erde wird gegründet. Aber die Geschichte ist verkehrt rum geschrieben. Da kommt erst ein neues Jerusalem und dann passieren die anderen Dinge danach. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Aber wenn man den Chiasma versteht, dann liest man die Geschehen nach Chiasma rückwärts. Denn durch diesen Stil wird der Mittelpunkt oben an die große Glocke gehängt. Darum geht's. Der letzte Kampf. Die letzte Entscheidung zwischen Gut und Böse. Und das betrifft uns. Wir müssen diese Entscheidung treffen. Und weil diese chiastische Struktur so ist, können wir genau sehen, worum geht's in unserer Zeit. Also es sind so ein paar Hinweise, damit man nicht überall hin stolpert. Also die Heiligtumslehre, die zeigt uns zeitlich, wo wir sind, damit wir nicht einen Teil wegnehmen und sagen, aha, das ist Eschatologie, das ist, was am Ende passiert. Wenn es überhaupt nicht dahin passt. Man darf diese Struktur nicht zerreißen, denn sonst passt sie nicht mehr. Und wie erkennt man so einen Chiasma? Diese Dias sind noch in Englisch, aber es macht nichts. Ich lese einfach in Deutsch. Sieben Gemeinden ist an dem einen Teil des Chiasmas, Neue Jerusalem am anderen Teil. Wir sind jetzt am Anfang des Buches und am Ende des Buches. Jetzt müssen wir den Chiasma herausholen, damit wir überhaupt sehen, dass da einer ist und dass wir das nicht einfach ersinnen. Also, der die sieben Sterne hält und mitten unter den Leuchtern läuft und das Lamm ist das Licht. Also da haben wir ein Licht und da haben wir ein Licht. Offenbarung 2,1, Offenbarung 21,23. Da ist eine chiastische Verbindung. Dann Offenbarung 2,7, der überwindet, der kriegt zu essen vom Baum des Lebens. Und Offenbarung 22,2, da haben wir den Baum des Lebens. Also da ist eine chiastische Verbindung. Hier haben wir eine offene Türe in Offenbarung 3, Vers 8. Und da in Offenbarung 21,25 haben wir Tore, die nie mehr schließen. Chiastische Verbindung. Dann Christus und des Vaters Thron. Offenbarung 21,10 haben wir, oder 21,1-3 haben wir den Thron Gottes und des Lammes. Also zwischen 3,21 und 22,1-3 haben wir eine chiastische Verbindung. In 3,11 haben wir das neue Jerusalem, in 22,10 haben wir das neue Jerusalem. In 3,11, ich komme bald, in 22,7, ich komme bald. Seht ihr die Struktur? Ganz einfach. Also zack, 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 zack. Jetzt bauen wir einen Chiasma. Dann gehen wir zu den sieben Siegeln, gehen wir ein bisschen weiter in das Buch und dann sehen wir, dass der Chiasma weniger wird an der anderen Seite. Wir waren eben bei Kapitel 22,
Jetzt springen wir zu Kapitel 19 und 20. Also, der Himmel ist offen. In 4,1, 9,11, der Himmel wird geöffnet. 6, 2 bis 8, da haben wir Reiter auf weißen Pferden und gefärbten Pferden. Und da in Kapitel 19 haben wir weiße Pferde und Reiter auf weißen Pferden. Und so gehen wir weiter. 6, 9 und 10 haben wir die Seelen der Märtyrer. Und da in Kapitel 20 haben wir das Gleiche. Wir haben die weißen Kleider in 6,11 und 19,14 und 6,15 haben wir die Könige, die Generale und so weiter. Und da haben wir die Könige, die Generale und so weiter. Also wir haben einen Chiasma. Wir bauen ihn auf. Von hinten zur Mitte, von vorne zur Mitte. Und dann sind da noch ein paar interessante Eigenschaften, Vergleiche in dem Buch Offenbarung. Christus und sein Volk steht im Gegensatz zu Satan und sein Volk. Und diese beiden bekämpfen sich. Es gibt einen Kampf. Die Welt ist entweder total leer oder sie ist gefüllt durch Gott und Satan und seine Engel, die im Kriege verwickelt sind. Sonst kann man diese Erde überhaupt nicht erklären, was hier los ist. Also hier, Christus und sein Volk, da gibt es eine Dreieinigkeit. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hier gibt es eine Dreieinigkeit. Der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Eine Dreieinigkeit verglichen mit einer Dreieinigkeit. Christus und sein Volk, alle Macht geht zum Sohn, sagt die Bibel. Offenbarung 6, Vers 2 bestätigt es. Und der Gegensatz, alle Macht dem Tiere. Also entweder man folgt dem Tier oder man folgt Christus. Eins von beiden. Dann Schlüssel für den Tod und das Grab und Schlüssel zum Abyssos, Bottomless Pit. Da haben wir den Gegensatz. Also diese beiden Mächte stehen gegenübereinander. Christus und sein Volk und Satan und sein Volk. Dann lesen wir in Jesaja, wer ist wie der Herr? Und Offenbarung lesen wir, wer ist wie das Tier? Ein Lamm, das geschlachtet ist, Offenbarung 13,8, eines der Köpfe, als wäre es tödlich verwundet. Wieder eine Verbindung. Also das Tier hat auch einen quasi Tod und eine quasi Auferstehung. Das Tier steht im Gegensatz zu Jesus Christus. Jesus Christus bekommt alle Macht. Jesus Christus ist derjenige, der richtet. Das Tier bekommt alle Macht. Alle folgen ihm nach. Alle, die nicht im Buche des Lebens geschrieben sind. Und er richtet. Interessant. Er, der war, oder der ist, der war und der kommt, Offenbarung 1 bis 4, das Tier, das war und nicht ist und was kommt, Offenbarung 17, 8, da haben wir wieder diese Gegensätze. Also, es wird spannend. Wir haben eine Struktur, nach dieser Struktur können wir einen Zeitablauf bestätigen und wissen, wo wir sind im Rahmen der Zeit, damit wir nicht überall rumspringen und allerhand Ideen haben, die zeitlich nicht in die Struktur hineinpassen. Dann haben wir einen Gegensatz zwischen den beiden Mächten, die sich hier bekämpfen. In Offenbarung 6 haben wir in Vers 16 die Rache oder Wut, Wrath des Lammes und die Wut des Teufels. Wir haben Gottes Siegel und wir haben ein Mahlzeichen in der Stirn und in der Hand des Tieres. Also wieder Gegensätze. Und das hilft uns mit der Wahl, wenn wir ganz sicher sein sollen, immer sicher sein, dass wir an der Seite des Lammes stehen. Wir müssen wissen, wer das Tier ist. Wir müssen wissen, was das Mahlzeichen ist. Wir müssen wissen, was das Siegel Gottes ist. Wir müssen wissen, an welcher Seite wir sind. Dann haben wir hier den Namen Gottes in Offenbarung 14,1 und wir haben den Namen des Tieres, Offenbarung 13,17. Wir haben die Stämme Israel und die Stämme der Erde. Immer die Gegensätze.
Es geht um einen Krieg. Wir haben eine Armee des Himmels und wir haben eine Armee der Erde. Zwei Gegensätze. In welcher Armee sind wir? In der einen oder in der anderen? Dann haben wir einen Krieg gegen Satan und sein Volk. Offenbarung 12, 7, 16, 14, 19, 11. Und wir haben einen Krieg gegen Christus und seine Nachfolger. Offenbarung 12, 17, Offenbarung 17, 14 und Offenbarung 20, 8. Also das Buch geht um Krieg. Und wenn man um Krieg redet, dann wird es manchmal, problematisch. Dann gibt es zwei Mahlzeiten. Und wir haben die Wahl, bei welcher Mahlzeit wir uns befinden wollen. Es gibt ein Abendessen des Lammes, ein Mahl des Lammes, Supper of the Lamb, und es gibt eines für die Vögel, die Raubvögel und die Aasfresser, nicht angenehm. Dann gibt es eine Braut, die zu dem Lamm gehört, und es gibt eine Hure, die zu Babylon gehört. Wählen, wo wollen wir sein? Es gibt Apostel des Lammes und es gibt falsche Apostel. Interessant, ne? Gegensätze. Es gibt ein Jerusalem, das steht für Gottes Volk. Und es gibt ein Babylon, das steht für Satans Kirche. Wo wollen wir sein? Natürlich, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir wissen, was ist Babylon? Was gehört dazu? Was sind die Entscheidungen? Und dann gibt es einen Herrscher, Himmel, Erde und des Meeres. Und es gibt ein Tier aus dem Meer und aus der Erde und ein Drachen des Himmels aus der Luft. Gegensätze, ein Vergleich. Jeremia sagt, was das Problem ist, schon von Anfang an. Ob die Heiden ihre Götter ändern, fragt Jeremia in Kapitel 2, Vers 11, wiewohl sie doch nicht Götter sind, und mein Volk hat doch seine Herrlichkeit verändert um einen unnützen Götzen? Das Problem war schon immer Götzendienst. Sollte sich doch der Himmel davor entsetzen, erschrecken und sehr erbeben, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauenen Brunnen, die doch löcherig sind und kein Wasser geben. Das ist das Problem. Das Volk ist immer abtrünnig geworden. Also dieser Götzendienst, wenn wir überlegen uns, wir schauen uns das an, wir denken, das ist doch doof. Wieso gehen sie zu den dummen Götzen hin, wenn sie einen lebendigen Gott kennengelernt haben, der sie durchs Rote Meer genommen hat, der ihnen Manna vom Himmel gegeben hat, wo Wasser aus dem Stein rauskam, wo Feinde wie nichts verschwunden sind. Aber Götzendienst, der muss etwas sein, der lockt. Und das Problem war nicht nur damals, sondern das Problem besteht heute noch. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich haben sie gelassen und sie haben eigene Brunnen sich hergestellt. Jeremia 2, 26. Wie ein Dieb zu Schanden wird, wenn er ergriffen wird, also wird das Haus Israel zu Schanden werden, samt ihren Königen, Fürsten, Priestern und Propheten, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich gezeugt. Sagen wir das heute noch, ja oder nein? Komm, was sagt die Wissenschaft? Wo kommen wir her? Erklär mir mal, wo kommen wir her? Was sagt die Wissenschaft? Wir kommen von Ahnen, die primitiver waren wie wir. Wo kommen die her? Von anderen. Und wo kommen die her? Von noch anderen. Bis wir endlich bei den Mikroben sind. Ja, wo kommen die denn her? Wo kommen die Mikroben her? Die kommen aus der Ursuppe. Ja, wo kommt die Ursuppe her? Die Ursuppe kommt von Erosion. Von was? Von Steinen? Naja, also wo kommen wir her? Von Steinen. Und wir sagen heute zu den Steinen und lehren unseren Kindern,
Du hast uns geschaffen. Genauso wie die Alten. Wir sind nur ein bisschen moderner. Aber es ist genau das Gleiche. Und zum Holz sagen, du bist mein Vater. Tun wir das heute, ja oder nein? Habt ihr schon am Fernsehen gesehen, wie einige in den Wald gehen und den Baum umarmen und sagen, ach Baum, schenk mir deine Kraft. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist ganz modern, das ist gar nichts Neues. Denn sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Aber wenn die Not hergeht, sprechen sie auf und hilf uns. So ist der Mensch. Also was für eine Wahl hat Gott? Sie wollen ihn nicht, also lässt er sie. Und dann kommt die Not. Und wenn die Not kommt, wen beschuldigen sie? Gott. Interessante Welt. Auf, hilf uns, schreien wir dann. Wo sind aber dann deine Götter, die du dir gemacht hast? Heiße sie aufstehen. Lass sehen, ob sie dir helfen können in deiner Not. Denn so manche Stadt, so manchen Gott hast du, Juda. Und so haben wir heute auch unsere Götter. Sind nur etwas moderner. Deuteronomium. Was ist das? 4. Mose, ne? Tu was Ähnliches. Das selbst wirst du, oder 5. Mose, ne? 5. Mose, ja. Ich kenne das nicht so gut mit dem Mose. Ich weiß, das ist Deuteronomium. Das selbst wirst du dienen den Göttern, die Menschenhände Werk sind. Holz und Stein, die weder sehen, noch hören, noch essen, noch riechen. Aber so ist der Mensch. Er sucht was anderes. Daniel 5, 23 sagt es. Sondern hast dich wieder den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dir bringen müssen. Das redet da zu dem König Belshazzar. Und du, deine Gewaltigen, deine Weiber und deine Kebsweiber, habt daraus getrunken, dazu die silbernen, goldenen, ehren, eisernen, hölzernen und steineren Göttern gelobt, die weder sehen, noch hören, noch fühlen. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wegen in seiner Hand hat, den hast du nicht geehrt. Das ist das Problem. Und das ist das Problem in Offenbarung. Und das ist, worum der Krieg geht. Also früher haben sie sich vor Götzen niedergekniet und heute haben wir auch Götzen. Aber das eine ist akzeptabel, das andere nicht. Komm, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Ich nehme euch mal zum Mittelosten. Hier ist Jura Europas, das ist eine Altstadt, die ist noch nicht ausgegraben, die ist in Syrien. War gerade vor kurzem da. Ich konnte mir diesen Transport nehmen, um da hinzufahren. Aber der schien mir ein wenig klapprig. Und so haben wir uns für einen ganz modernen Mercedes entschlossen. Naja, dieser Mercedes, der hat bessere Tage gesehen, aber ich war sehr beeindruckt. Da steht er. Und den müsste man eigentlich ein bisschen näher betrachten. Von innen sah er so aus. Ich meine, das sieht noch gut, das Bild, das bringt es nicht eigentlich heraus. Aber da war kein Knopf mehr, da war nichts. Aber das Ding lief. Einwandfrei. Und schnell auch. Und wir sind hunderte Kilometer mit diesem Klapperkasten gefahren. Und draußen stand Strong Car Faster. Starkes Auto. Schneller. Naja, so hat man ein paar interessante Sachen, die man da erleben kann. Und das ist so zur Zeit, kurz nach das Christentum angenommen wurde in der Welt. Und Heidentum und Christentum haben so nebeneinander gelebt. Und in dieser Stadt waren da einige Tempel. Da war zum Beispiel ein Tempel von Adonis, ein Tempel von Bel und noch andere auch noch. Artemis war da ein Tempel und Zeus war da ein Tempel. Naja, was einem so gefiel. Und zwischendrin auch eine christliche Kirche. Hier war sie. Christian Church. Und da ist sie. Ein ganz einfacher Raum. Und da haben die frühen Christen sich getroffen, Lieder gesungen und Gott verehrt. Und der Rest der Stadt, die sind zum Tempel Adonis oder Bel oder wo auch immer hingegangen. Hier ist der Tempel Adonis. Interessant, wie die Architektur ist. Wenn du hier schaust, dann sieht man, hier kann man anscheinend rein. Und hier war so ein langer Gang. Hier standen Säulen mit Nebenräumen und da vorne war ein Altar.
Welche Gebäude sehen denn heute noch so aus? Ja? Die katholischen Kirchen. Ah, alle Kathedralen sehen so aus. So, die Kathedralen werden heute noch so gebaut wie diese Tempel. Und da waren die Leutchen recht zufrieden. Da ist der Euphrat. Da ist so ein Stückchen vom Bel-Tempel, da ist nicht viel übrig. Und wenn wir ein bisschen weiterfahren, dann kommen wir zu Mari. Und da gibt es auch eine Göttin, der Brunnen. Da wird auch heute sehr viel ausgegraben. Wir sind da rein. Es war Krieg. Es war sehr gefährlich, da zu sein. Sie haben sich schrecklich aufgeregt, dass wir dahin sind. Dass kein Mensch da, weil es eben Krieg war. Und wir konnten schön fotografieren, was da los ist, wie das war, wie sie gebaut haben mit diesen Steinen, die sie aus Lehm gemacht haben, genauso wie es in Ägypten erklärt wird. Und dann gehen wir mal ein bisschen nach Libanon und dann schauen wir uns den besterhaltenen Bacchus-Tempel an. Denn der Bacchus-Tempel war früher ein Tempel Baals und so war dieser Gottesdienst damals. Hier in der Stadt Baalbek sind diese Riesensteine, die sind enorm groß, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist die größte Säule der Welt, die wurde in 1993 entdeckt. Inzwischen hat man einen größeren entdeckt, den habe ich auch fotografiert. Aber stellt euch mal vor, wie groß das ist. Da ist ein Mensch und das müsstest du mir mal erklären, Stern, wie die das machen. Da ist der andere, ich habe mal versucht, den anzuheben, habe ihn so ein Stückchen da, nur zu zeigen, ich habe mein Brei morgens gegessen und naja, ihr seid hoffentlich beeindruckt. Hier ist der größere, da ist ein Reifen, der zeigt einem so ungefähr, was da los ist. Ich meine, die sind enorm, die sind absolut enorm. Da stehen ein paar Leutchen da oben drauf, ganz klein. Und dieser Riesenstein hier, der wurde nicht gebraucht. Das ist der größte, den sie bis jetzt gefunden haben. Und was machen sie mit den Steinen? Kilometerweit haben die transportiert. Und die sind hier, diese Riesensteine, an ihren Fundamenten der Tempel. Wie haben die transportiert? Das könnten wir heute nicht machen. Wir hätten keine Lastwagen, die diese Dinge schleppen könnten. Das wäre ein Theater, um die zu schleppen, wie die geschleppt haben. Was die gemacht haben, das weiß der Kuckuck. Hier ist der Bel-Tempel, sehr gut erhalten, mit der Säule da, die ist umgekippt, hat wahrscheinlich zu viel Bacchuswein getrunken. Großen Säulen des Jupiter-Tempels, sehr, sehr interessante Plätze in der Welt. Da oben die Fassade. Das ist der Tempel selber von der Seite. Und wenn man da die Altäre sich betrachtet, sehr interessant, hier ist der Altar Jupiters und hier ist seine Abbildung. Und wenn man die studiert, dann sieht man, das ist aber genau das gleiche wie bei den Azteken in Südamerika. Also diese Gottheiten sind nichts Neues da, die kommen hier von Baal-Anbetung. Hier ist eine Venusstatue, da sind Füße von Löwen, da ist noch so ein Stück von einem geflügelten Löwe, da war der Fuß. Also sie war sehr wichtig, ein paar Symbole, die interessant sind, Kreuz mit Kreis. Es kommt von Baal. Dieses Zeichen sieht man heute in sämtlichen Kathedralen, wird man die gleichen finden. Also dieser Jupiter-Tempel, der muss schon was gewesen sein. Hier ist so eine Oberstück von den Säulen, das runtergefallen ist. Wir machen es ein bisschen größer. Ein Löwe. Interessante Figuren. Solche Hakenkreuze gibt es hier. Da ist nichts Neues in der Welt. Da sind die Hakenkreuze auch unter dem Fuß Buddhas. Und diese Symbole waren Symbole des Sonnengottes, die gebraucht wurden. Also hier sind sie von römischer Zeit. Also ihr könnt euch beruhigen. Ihr habt dies nie selber entdeckt. Hier kommt es aus der hethitischen Zeit, naja, ist andersrum, aber wenn er so rum ist, stand er für das Weibliche, wenn er andersrum war, stand er für das Männliche. Und Kreise mit Punkten, sehr interessante Symbole, die man findet in diesen alten
Plätzen. Hier sind ein paar Altäre. Da haben sie Menschenopfer vielleicht, aber wahrscheinlich nur Tieropfer gebracht. Noch ein paar interessante Symbole, die wir da beim Tempel Bel finden. Adler. Adler sind sehr, sehr wichtig gewesen als politische und geistliche Symbole. Viele Völker gebrauchen den Adler als Staatssymbol, aber nicht die Deutschen, nicht? Oh nein, nein, doch, die Deutschen auch, ja. Steht mit dem Stempel drauf. Amerika, sogar Irak, alle gebrauchen sie ihn. Fleur de Lis, interessante Symbole da, bisschen größer machen. Oh, was ist denn das? Das ist ein Riesenhexagon. Und das kommt von uralten Zeiten, war schon bei den Hethiten. Also uralt. Und heute wird uns erklärt, das haben die Juden entdeckt. Die Juden haben es angeblich nicht entdeckt. Das ist gar nichts Neues, das ist ein Symbol Baals gewesen. Und die Juden damals, sagt die Bibel, haben Baal gewählt, oft eher als Gott. Also das ist ein altes Baalsymbol. Und die anderen Religionen gebrauchen ihn auch, nicht nur die Juden, Islam zum Beispiel. Da ist ein Hexagon mit dem Namen Allah drin. Und hier ist ein Hexagon mit dem Namen Om drin, die indische Gottheit. Also diese Symbole können wir direkt zurücknehmen bis nach Baal. Da haben wir auch da das Baal-Hadad-Zeichen, der Halbmond mit dem Stern drin. Das Symbol wird auch heute gebraucht. Und dieses interessante Symbol, interessant, ne? Liegt da beim Baal-Tempel. Naja, gibt es solche Symbole heute? Ja, da ist eins. Nur so nebenbei, das wird auch gebraucht noch heute. Und dann interessante andere Dinge, die man so sieht, Löwen und Schweine mit Nashörnern. Und dann in diesem Baal-Tempel das beste erhaltene Mosaik von der Zeit, eine Dame mit Mini. Naja, ihr habt gedacht, das ist was Modernes. Das ist gar nicht so modern, das ist altmodisch. Und Haare sind so ein bisschen, naja, eingerollt. Und was hat sie noch? Einen Kelch in der Hand. Und wie beschreibt die Bibel die Hure Babylons? Eine Frau, die geschmückt ist mit Gold und Kleidern. Und was hat sie in der Hand? Ein Kelch. Also die Bibel hätte noch ein bisschen genauer sein können und sagen, sie hat ein Mini angehabt. Naja, das ist möglich. Also das sind Symbole Babylons. Und man kann studieren, was da passiert ist in diesen alten Zeiten. Natürlich, es war auch ein Totenkult. Also die Toten wurden verehrt in vielen Religionen. Afrika ist ein Totenkult-Religion. In Afrika, die Ahnen werden verehrt. Ach, in Südamerika auch, in Asien, überall. Die Ahnen werden verehrt, Totenkult. Naja, ich weiß nicht, ob die Knochen echt sind, aber sie waren da. Und dann noch was Interessantes. Schaut mal, mit Baal-Anbetung waren da Engelfiguren, und zwar kleine Kinder als Engel. Das war Teil der Baal-Anbetung. Wo finden wir heute kleine Kinder-Engelchen? Überall in der Kunst? Überall? Wo steht in der Bibel geschrieben, dass es kleine Kinderengelchen gibt? Zeigt mir einen Text. Gibt es sowas in der Bibel, ja oder nein? Nein. Zeigt mir einen Text, wo es einen weiblichen Engel in der Bibel gibt. Tut mir leid, Frauen, aber es ist einfach nur eine Tatsache, da steht nichts davon. Die heißen nicht Gabriella, die heißen Gabriel. Also kleine Kinder als Engel, das kommt von Baal-Anbetung. Und dann ein paar interessante, naja, wie sagt man da, Sculptures, Etchings, so, naja, könnt ja selbst sehen, was es ist. Da oben an der Decke, was haben wir hier? Einen Adler, der auf dem Schlüssel steht. Also Schlüssel, Adler, das sind interessante Symbole, die heute noch sehr oft gebraucht werden.
Hier haben wir eine geflügelte Gottheit oder ein Cherubim mit Tannenzapfen. Na, das kann ich euch vieles zeigen. Wenn ihr über diese Symbole in modernen Religionen was weiterhören wollt, dann könnt ihr das Video Babylonischer Wein euch mal ansehen. Ich gehe nicht darüber reden. Aber auch interessant, dass wir den Hexagon und Hexagramm mit Hexagon oft sehen mit Gottheiten drin. Die Palmen tragen und so weiter. Sehr interessante Symbole. War faszinierend. Ein riesen Hexagramm mit Hexagon an der Decke dieses Baal-Tempels mit den verschiedenen Gottheiten drin. Also sehr, sehr interessant. Verschiedene Götter. Hier ist noch ein Tempel, der ist in einer Stadt, die heißt Palmyra, durch die Römer gebaut. Und das ist die längste Kolonnade in der Welt. Palmyra, weil da so viele Palmen sind, auch heute noch. Ganz toll. Wenn man da steht und die Sonne geht auf und man sieht diese Säulen, das ist schon was. Die haben schon anders gelebt als wir heutzutage. Und da hinten sieht man den Bel-Tempel. Bel war eine ganz wichtige Gottheit in der damaligen Zeit. Da ist die vordere Fassade. Noch einen anderen Winkel. Und dann schauen wir uns den auch ein bisschen näher an. Hier ist so ein Raum. Interessant, die wurden gebaut mit einem heiligen und einem allerheiligsten Teil. Also genau so wie das Heiligtum auch in der Bibel. Und in Ägypten genau das Gleiche. All diese Tempel wurden gebaut mit Heiligem und Allerheiligsten. An der Decke sieht man auch noch einige von diesen Strukturen. Tannenbäume. Und da ist ein Heiliger mit Heiligenschein. Wir sehen Granatäpfel und Tannenzäpfe, da sind sie. Und da sieht man den Heiligenschein, sehr schön, so wie der Kranz Mithras. Also das waren die Gottheiten. Und genau so sehen sie heute noch immer aus. Noch immer. Naja, Federn, da sind viele Organisationen, wo die Feder ein ganz, ganz wichtiges Symbol ist. Freimaurerei zum Beispiel, wir werden noch viel über diese Dinge reden. Und dann ein paar Dinge, die man besser überspringt und nicht zu viel davon sagt. Ein paar schönere Dinge. Hier ist was ganz Interessantes. Das ist ein Leuchter. Und dieser Leuchter, der wurde durch die Gottheiten getragen. Oft die weiblichen Gottheiten. Und das war die Flamme. Zeus hatte eine. Wenn wir die Olympischen Spiele feiern, dann wird so eine Fackel heute noch angesteckt, getragen von wo auch immer in Griechenland. Und dann wird dieses Fest heute noch zu Ehre Zeus gefeiert. Alle 4 Jahre, denn das ist mit dem Zodiac, hängt das zusammen. So, die Menschheit hat sich eigentlich nicht geändert. Wir glauben nur, dass wir uns geändert haben. Weintrauben, Bacchus, naja, das hat alles viel damit zu tun, Fleur-de-Lis. Und hier haben wir Sphinxes und das sind, wie wir sehen, weibliche Sphinxes. Erkennt man an der Brust, wenn ihr das nicht gewusst habt, nicht wahr? Und hier noch ein Cherubim mit Tannenzapfen. Da. Also Baal-Anbetung war interessant. Und die Symbole, die da sind, existieren auch heute noch. Dreiecke, manche aufrecht, manche andersrum und dann oft Vögel drin, Adler als Symbol dieser Gottheiten, wie zum Beispiel da. Und diese beiden Religionen waren von eher in Kampf miteinander verwickelt. Und jetzt müssen wir in dem Buch Offenbarung entdecken, was die Zusammenhänge sind. Und wir gehen von jetzt ab auf eine Reise, die viele von euch vielleicht erschrecken wird. Denn wir werden einige Dinge entdecken, die
echt, echt problematisch sind. Und wir werden ganz offen reden, aber nur mit untermauerten Zitaten. Keine spekulativen Geschichten. Alles muss untermauert sein. Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr müsst sagen, wo steht es geschrieben? Nichts anderes können wir hier akzeptieren. Also, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christi, was er gesehen hat. Also diese Offenbarung kommt direkt von Jesus Christus, also da muss was Wichtiges drin stehen. Selig ist der, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung. Wir sollen es also lesen, wir sollen es hören, wir sollen es behalten, was da drin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Johannes, den sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl. Das sind nicht sieben Persönlichkeiten. Die sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und die Zahl sieben ist durchgängig in dem Buch Offenbarung. Zeitlich geht es immer um sieben Zeitepochen. Jetzt, das sind verschiedene Auslegungen. Entweder das Buch Offenbarung ist geschrieben für die Zukunft, wie die Futuristen sagen, und dann geht uns überhaupt gar nichts an und ging noch niemand je was an. Und im Gegenteil ist nicht erst für die Kirche geschrieben, sondern für diejenigen, die nach einer Entrückung leben werden. Also das Buch geht uns überhaupt nichts an. Das kann nicht stimmen, denn die Bibel sagt, selig sind die, die es lesen und zu Herzen nehmen. Richtig oder nicht? Okay. Gut, dann gibt es eine andere Lehre, die sagt, vieles davon ist schon in Erfüllung und ist in der Vergangenheit. Aber die Bibel sagt uns genau, wie wir das Buch lesen müssen. Und jetzt müssen wir aufpassen, damit wir nicht in diese Fehler hineingeraten. Johannes, den sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus selber. Und jetzt haben wir hier eine interessante Struktur in Kapitel 1. Das heißt, Fachausdruck, ein Epanados. Epanados ist eine Struktur, wo Zitate gebracht werden in einer bestimmten Reihenfolge, um wieder etwas in die Mitte zu erhöhen. Wir haben geredet über den Chiasma, die chiastische Struktur, die zeigt, wie das Buch aufgebaut ist. Jetzt haben wir durch Zitate so ein Mini-Chiasma. So zum Beispiel, in diesem Chiasma wird zitiert Jesaja, das Buch Jesaja, wird zitiert in Offenbarung 1, Vers 5 als der Zeuge. Und Jesaja wird auch zitiert hier in Offenbarung 1, 16 und da wird das scharfe, doppelschneidige Schwert zitiert. Also das erste Zitat ist Jesaja, das letzte in diesem Epanados ist Jesaja. Jesaja, Jesaja. Dann ist da Daniel, Daniel. Es geht um Jesus kommt mit den Wolken und Priester. Zwei Zitate aus Daniel. Dann Zacharia, Zacharia. Da wird zitiert, sie werden weinen oder heulen, diejenigen, die ihn durchbohrt haben. Und Zacharia redet über die Leuchter. Also Jesaja, Jesaja, Daniel, Daniel, Zacharia, Zacharia und dann zweimal Jesaja. Und das macht den Epanados. Zweimal wird etwas Wichtiges erwähnt, in der Mitte, ich bin, ich bin. Und das sagt uns, wer Jesus Christus ist. Durch den Epanados wird etwas hervorgehoben, nämlich Jesus Christus ist, ich bin. Was ist er dann? Dann ist er Gott. Und der Epanados zeigt uns, dass Jesus Christus Gott ist. In der heutigen Welt ist das nicht mehr
gewollt. Und wir werden in den Vorträgen sehen, was passiert mit diesem Gedanken, dass Jesus Christus Gott will. Denn wenn die verschiedenen Religionen der Welt sich zusammenfinden müssen, dann darf Jesus Christus nicht Gott sein. Das geht nicht. Denn die anderen Religionen erkennen ihn nicht als Gott. Als Propheten ja, aber als Gott nein. Also hier ist ein ganz großer Unterschied. Und von Jesu Christus, welcher der treue Zeuge und der Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und sie ihn verstochen haben und werden heulen allen Geschlechtern auf der Erde. Ja, Amen. Das ist die Wahrheit. Also Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus kommt wieder mit den Wolken. Er ist der Erschaffer dieser Welt, der Schöpfer. Und im Gegensatz haben wir etwas anderes. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das erste Kapitel Offenbarung macht es ganz eindeutig, klipp und klar, Jesus Christus ist nicht irgendwer, er ist die zweite Person der Gottheit. Und somit im vollen Sinne Gott. Darum sagt die Bibel, wir warten auf unseren Gott, Jesus Christus. Aber die Welt heute will das nicht wahrhaben. Es ist sogar gegen das Gesetz in vielen Ländern, um es zu sagen. Naja, wann hat er diese Vision bekommen, der Johannes? Ich war im Geist an des Herrn Tag. Offenbarung 1, Vers 10. Das ist eine andere Sache, die heute sehr bestritten wird. Jesaja 58 sagt uns, welcher Tag des Herrn Tag ist. Es gibt nur eine Definition für des Herrn Tag und die sehen wir hier in Jesaja. Nirgends in der Bibel werdet ihr eine andere finden. So du deinen Fuß von dem Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt, an meinem heiligen Tag und den Sabbat eine Lust heißt und den Tag, der dem Herrn heiligt ist, des Herrn Tag, ehrest, so du ihn also ehrest, dass du nicht tust, deine Wege noch darin erfunden werde, was dir gefällt oder leeres Geschwätz. Also hier ist eine Definition von welcher Tag ist des Herrn Tag. In Markus lesen wir, so ist des Menschensohn ein Herr auch des Sabbats. So im Alten Testament, im Neuen Testament, Jesus Christus ist Herr des Sabbats. Dann lesen wir in Offenbarung 1 weiter, dass wir einen Rat haben für sieben Gemeinden. Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien. Und dann werden die Gemeinden genannt und das ist der Vortrag morgen. Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das sind die Gemeinden. Was heißt das? Worum geht's? Morgen Abend oder morgen, wann auch immer, reden wir drum. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Also wo sind wir zeitlich? Wo sehen wir diese Leuchter? Wo sind die Leuchter nach Bibel? Im Heiligen. Im Heiligen, nirgends anders. Im Heiligen. Wir haben also einen Zeitpunkt. Werden wir gleich sehen. Da sind die sieben Gemeinden, da werden wir morgen drüber reden. Das war der alte Postweg. Interessant, dass sie so nacheinander kamen. Alle sehr interessante Bedeutungen. Und Johannes sieht Christus zwischen den sieben Leuchtern. Also Christus ist im Heiligen.
und nicht im Allerheiligsten. Ganz, ganz wichtig. Kleine Punkte, aber ganz, ganz wichtig. Offenbarung 1,13, und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war eines Menschensohne gleich. Also wieder, ich frage wieder, wo war Christus hier? Im Heiligen, nirgends anders. Da ist ein Krieg über dieses Thema in der Welt. Ein Krieg. Und mitten unter den sieben Leuchten einen, der war eines Menschensohne gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Offenbarung 1,13-15. Von wem reden wir denn hier? Er sieht Jesus Christus. Ja. Und wie sieht er ihn? Er sieht ihn genauso, wie Ezekiel ihn gesehen hat. Und er sieht ihn genauso, wie Daniel ihn gesehen hat. Er sieht ihn als Gott. Vers 16. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Also in der rechten Hand hat er sieben Sterne. Wollen wir wissen, was das ist? Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Wir wollen wissen, was das ist. Und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Das ist ein unbeschreibliches Gesicht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und das Letzte, der Letzte. Ich bin das Ich Bin. Das ist Gott. Vers 18, und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Das Tier scheint eine tödliche Wunde zu bekommen und lebt. Er war tot und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Nur durch Jesus Christus können wir das ewige Leben haben. Und hier kommt ein Schlüssel, ganz wichtig. Schreibe, was du gesehen hast, und was da ist. Und was geschehen soll. Also wie müssen wir das Buch lesen? Was jetzt ist und was geschehen soll. Das ist, was das Buch, das ist, was der Vers sagt. Richtig oder verkehrt? Also was sagt er uns? Wir müssen ihn von der Zeit des Gesichtes zur Zeit Johannes, was ist, zeitlich, geschichtlich betrachten, historisch, was kommt. Ja oder nein? Also da geht der Futurismus weg, aus dem Fenster, tschüss. Lies das Buch nicht nur für die Zukunft, lies das Buch nicht nur für die Vergangenheit. Gott funktioniert nicht so. Gott gibt nicht ein Buch und sagt, hier ist ein Buch des Lebens für dich, brauchst es nicht lesen, geht dich nichts an, ist für die Zukunft. Quatsch. Das Buch ist geschrieben für alle Generationen. Jede Generation kann sich etwas herausholen, woran er messen kann, wo er steht im Rahmen der Zeit. Das Buch ist noch immer historisch, geschichtlich geschrieben worden. Und Martin Luther hat es so gesehen, Zwingli hat es so gesehen, Huss hat es so gesehen, all die großen Reformer haben es so gesehen. Und heute will keiner es mehr wahrhaben. Aber so steht es geschrieben und so werden wir es hier auch betrachten. Also das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne, sind Engel, Engel in dem Sinne von Botschafter der sieben Gemeinden. Sind also die Botschafter, die, die da predigen, die die Botschaft bringen, sind also die Prediger. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also diese sieben Leuchter stehen für das Licht. Wer ist das Licht der Welt? Jesus Christus. Aber durch wen will er sein Licht verbreiten auf der Welt? Durch Menschen. Also durch Gottes Volk soll das Licht verbreitet werden. Sieben, die Zahl der Vollkommenheit,
sieben Zeitalter, die wir besprechen werden, sollen dieses Licht, das Erlösung durch Jesus Christus und Jesus Christus alleine gebracht wird, soll verbreitet werden. Jetzt, ich möchte nicht andere Religionen angreifen. Es geht um eine Tatsache. Mein Sohn ist mein Sohn, weil ich der Vater bin, kann man genetisch feststellen. Es ist eine Tatsache, es ist keine Anmaßung. Ich weiß, es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt und darum ist die Chance, dass ich der Vater bin, nur 1 in 7 Milliarden. Also ist doch doof, um zu sagen, dass ich der Vater bin. Außer wenn es was ist. Wenn es eben eine Tatsache ist. Und so ist es mit Christus. Jesus Christus ist der Schöpfer. Jesus Christus ist der Erlöser. Es gibt keinen anderen. Das ist nicht ein Angriff, das ist nur eine Tatsache. Also, wäre sehr wichtig, wir haben Jesus gesehen, wo? Im Heiligen. War das nach oder vor seiner Auferstehung? War nach. Denn Johannes sitzt ja auf Patmos und bekommt das Gesicht. Ne? Also, himmlisches Heiligtum. Der Dienst Christi im himmlischen Heiligtum. Wir wissen, 31 nach Christi, aufgefahren in den Himmel und Johannes sieht ihn im Heiligen. Und dann irgendwann im irdischen Heiligtum gab es ein Yom Kippur, wo der hohe Priester ins Allerheiligste ging. Und das war ein Symbol für das Gericht. Nicht wahr? Das jüngste Gericht. Also in diesem Zeitablauf, wo Jesus im himmlischen Heiligtum Dienst verrichtet, irgendwann mal geht er ins Allerheiligste, aber Johannes sieht ihn nicht im Allerheiligsten, er sieht ihn im Heiligen. Wichtig, sehr wichtig. Gut. Wann und wo passiert was? Na, wir haben nur die Bibel. Wir können nicht Spekulationen hier haben. Daniel 8, Vers 14. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Jetzt, wir haben nicht die Zeit, dieses Gesicht zu studieren. Wer es studieren möchte, da ist ein Video, das heißt Jesus Christus, Messias. Schaut euch das an, da wird dieses Gesicht vollständig behandelt. Also ich gehe es heute Abend nicht vollständig behandeln und nur so kurz überfliegen. In Daniel 8, 17, und er trat nahe zu mir, dieser Engel Gabriel, ich erschrak aber, da er kam und fiel auf mein Angesicht, er sprach zu mir, merke auf, du Menschenkind, denn dieses Gesicht gehört in die Zeit des Endes. Also dieses Gesicht der 2300 Abend und Morgen hat was mit der Endzeit zu tun. Daniel 9, 21, 22, eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel, den ich zuvor gesehen habe, im Gesicht und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten. Also Daniel bekommt jetzt Unterricht über dieses Gesicht, diese Vision. Aber die Welt möchte nicht haben, dass diese Vision studiert wird. Und so können wir im Talmud lesen, auf Seite 978, im zweiten Teil, Linie 28, mögen die Knochen und die Hände und die Knochen der Finger verfaulen und verwesen von demjenigen, der die Seiten des Buches Daniels blättert, um zu finden die Zeit von Daniel 9, 24 bis 27 und möge, das Gedächtnis von ihm verfaulen und von der Erde verschwinden für ewig. Das ist nicht gerade ein sehr angenehmer Fluch, würdet ihr meinen? Wieso haben die Rabbis einen Fluch ausgerufen für diejenigen, die Daniel studieren in diesem Zusammenhang? Ganz einfach.
Denn wenn man das studiert, dann sieht man, dass Jesus Christus der Messias ist und dann hat das Judentum kein Bestehensrecht mehr. Das wäre ja eine Katastrophe. Dann ist die ganze Sache mit Israel umsonst. Also lieber nicht diesen Teil lesen. Jetzt, ich bespreche das nicht heute Abend. Das gehört für die Zukunft. Aber es wird genau gesagt, wann man anfängt mit dieser Vision, 4, 5, 7 vor Christus, mit einem Dekret, das ausging, von einem König, Artaxerxes, und das steht alles ganz genau in der Bibel. Und dann kann man feststellen, wann Jesus Christus seinen Dienst anfängt, wann er gekreuzigt wurde und wann das Evangelium an die Heiden ging. Als Paulus den Auftrag bekam, jetzt, du bist gerufen als Apostel für die Heiden. Vorher durfte ein Jude ja nicht mit einem Nichtjuden reden. Also ganz interessant. Und dann geht es weiter. Und wenn wir die 2300 dazuzählen, die ganze Prophezeiung, dann kommen wir zu einem interessanten Datum, 1844. Und damit können Leute heute nicht mehr viel anfangen. Darum gibt es einen Vortrag, da steht 1844 und was von dann ab geschehen sollte. Einen ganzen Vortrag haben wir darüber. Der wird interessant, den müsst ihr nicht verpassen. Und dann irgendwann kommt das Ende der Welt. Also zwischen 1844 und dem Ende der Welt, naja, da sind wir. Wir leben in dieser Zeit. Jetzt, wenn wir das mal ein bisschen studieren, dann sehen wir im Hebräerbrief, lesen wir, wo Jesus hier in das Heiligtum hineingeht. Und ich habe bei euch gefunden, genau das Gleiche wie in dem Englischen. Also ich zitiere erstmal die 1912 Lutherbibel und dann lesen wir, Christus aber ist gekommen, dass er sei ein hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommene Hütte, da war eine irdische Hütte, das Heiligtum, und da war eine himmlische, die nicht mit der Hand gemacht ist, also eine, die von Gott gebaut wurde. Das ist, was da steht. Ich sage nur, was da steht. Die nicht von dieser Schöpfung ist. Also ganz sicher, wer hat diese Hütte gebaut? Nach diesem Text. Gott. Auch nicht der Böcke- oder Kälberblut, sondern sein Eigenblut einmal in das Heilige, Hagion, griechisch, eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Also nach diesem Text ist Jesus Christus mit seinem eigenen Blut in das Heilige hineingegangen. Ja oder nein? Ja. Gut. Jetzt Leute wollen das nicht wahrhaben, denn 1844 soll verschwinden, das ist eine Irritation. Und somit sollte Christus eher Dienst getan haben im Heiligen, vor dem er zur Erde kam. Hallo, jetzt haben wir ein Problem. Mit welchem Blut denn? Denn vor dem er auf der Erde war, wurde er nicht gekreuzigt, ja oder nein? Also mit welchem Blut hat er dann Dienst getan? Mit dem Blut von Böckern und Kälbern? Nein, nur mit seinem eigenen. Also konnte er nicht im Heiligen Dienst tun, vor dem er zur Erde kam, ja oder nein? Denn dieser Dienst durfte nicht ohne Blut anfangen, ja oder nein? Okay, gut, jetzt dieser Text irritiert. 1844 ist ganz, ganz wichtig. Sehr irritierender Text. Was kann man dran machen? Oh, wir können vielleicht die Bibel ein bisschen ändern. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Also lesen wir mal die gute Nachricht. Inzwischen ist Christus gekommen, der gleiche Text in der guten Nachricht Bibel. Er ist der oberste Priester, der in Wirklichkeit die Versöhnung bringt. Er ist durch das Zelt hindurchgegangen, das größer und vollkommener ist. Ich habe kein Problem damit, das nicht von Menschen errichtet worden ist und nicht zu dieser Welt gehört. Ein für allemal ging er in das Allerheiligste. Ups! Er musste auch nicht das Blut von Böckern und Kälbern mitnehmen, vielmehr ging er mit seinem eigenen Blut hinein und so hat er für uns für immer von unseren Schuld befreit. Okay, der Rest ist alles in Ordnung. Aber da ist doch ein Problem, ja oder nein? Da steht, er ging ins Allerheiligste und die Lutherbibel von 1912 sagt, er ging ins Heilige. Okay, eigentlich heißt Hagion ins Zelt.
ins Heiligtum. Aber wir haben noch einen Schlüssel. Und den finden wir im Hebräer 9, Vers 3. Hinter dem anderen Vorhang aber war die Hütte, die da heißt das Allerheiligste. Also jetzt reden wir über das Allerheiligste, denn hinter dem Vorhang, the veil, war da die andere Hütte, der zweite Raum, und der hieß das Allerheiligste. Und das Griechisch da, Hagia Hagion, nicht wie vorher Hagion, sondern hier, wo es wirklich um das Allerheiligste geht, Hagia Hagion. Und Hagia Hagion wird nur gebraucht fürs Allerheiligste, nie fürs Heiligste. Also, wenn wir die gute Nachricht beiseite legen, weil sie nicht stimmen kann, dann sagt die Bibel, Christus ist ins Heiligste gegangen. Das heißt also, irgendwann später musste er ins Allerheiligste, und das einzigste Datum, was wir haben, nach diesem Gesicht in Daniel, ist 1844. Wichtiges Datum. Also wir haben einen hohen Priester, der für uns Dienst leistet. Nach seinem Tod ging er ins Heiligste, dann ins Allerheiligste. Und dann kam eine letzte Warnung an diese Welt. Und um diese letzte Warnung geht das Buch Offenbarung. Und da müssen wir ganz genau aufpassen. Wir haben heute Abend schon ein paar Dinge gesehen, so ein paar kleine Dinge, wovon wir nicht viel gesagt haben. Das wird ganze Vorträge werden. Ihr werdet staunen, was in der Welt passiert ist. Ihr werdet staunen, wie raffiniert die Welt in die Irre geführt wird. Und wenn wir das Buch Offenbarung studieren, dann brauchen wir nicht in die Irre geführt werden. Jesus Christus im Mittelpunkt, Jesus Christus unser Erlöser, wir vertrauen ihm, wir vertrauen seinem Wort, und ich bitte euch in den nächsten Vorträgen, studiert, ob das, was gesagt ist, wirklich so ist. Ich glaube, was ich sage. Danke, dass ihr so schön zugehört habt. Thank you.